Seekrauts. Moin Moin Seekrauts Freunde, willkommen zurück hier bei uns im Trockendock. Heute stellen wir euch was Schreckliches vor, und zwar die Le Terrible, der Premium T8DD der Franzosen, der seit kurzem im Premium Store erhältlich ist. Wer unsere Schiffsvorstellungen kennt, der weiß, was ihn jetzt erwartet. Ihr bekommt ein Komplettpaket, alle möglichen Sachen, Historie, technische Daten im Vergleich, Signale, Tarnung, sinnvolle Skills, sinnvolle Module, also das ganze Ding und dann auch mein persönliches Fazit sowie ein paar Tipps dazu, die ich mir jetzt schon so erfahren habe, sozusagen die Erfahrung mit dem Schiff, und das gebe ich doch ganz gerne weiter. Also fangen wir vorne an. Es ist ein Schiff der Le Fantastique-Klasse und damit auch das Schwesterschiff des Namensgebers der Klasse, nämlich die Le Fantastique. Die gab es tatsächlich und hat dann hier auch eine Rolle gespielt in der Geschichte der Le Terrible. Kiellegung war 1931, Stapellauf 33 und die Indienststellung war am 1.5.36. Aber noch bevor dieses Schiff in Dienst gestellt wurde, fanden 1935 Testläufe statt und in dem Rahmen stellte dieses Schiff den Höchstgeschwindigkeitsrekord für Zerstörer auf, und zwar 45,1 Knoten, eine unheimlich hohe Geschwindigkeit zu Wasser. So, Le Fantastique und Le Terrible, 1939, also quasi Kriegsbeginn, und die erste Aktion war dann mit den beiden Zerstörern, wurde ein deutsches Frachtschiff, nämlich die Santa Fe, zusammen übernommen, festgesetzt. Und im weiteren Verlauf des Krieges gab es dann folgende Stationen. Also, ich gehe jetzt nicht auf jede Schlacht ein oder auf jede Operation, aber so ein paar Punkte. Ja. Die Schlacht um Dakar, da nahm die Le Terrible dann teil. 1943 gab es eine Modernisierung und dann eine interessante Umstufung, nämlich kein Zerstörer mehr. Das Schiff wurde umkategorisiert. Es wurde vom Zerstörer in einen leichten Kreuzer umkategorisiert, also 1943. Das ist quasi noch bevor die ganzen Hauptoperationen des Schiffes anfingen. Und das ist dann doch schon ganz interessant. Im späten Jahr 1943 unterstützte dieser leichte Kreuzer dann die Landung in Italien. 1944 wurde mit dem Schiff, was dann ja zu den Alliierten gehörte, Konvois der Deutschen angegriffen und die alliierte Invasion in Südfrankreich unterstützt. 1945 wurde dieses Schiff schwer beschädigt. Es musste infolgedessen quasi bis Ende des Krieges repariert werden. Danach wurde das Schiff überführt in einen NATO-Standard. Die neue Klasse hieß dann Swift Escort. Und dabei wurde dieses Schiff eingesetzt als Eskorte, zum Beispiel für den französischen Träger Lafayette. 1956 erneut eine Umnutzung sozusagen, eine andere Nutzung, nämlich als Trainingsschiff in Brest. Und dann kam 1962 eben die Verschrottung des Schiffes. Also es hat den Krieg komplett überlebt. Und jetzt kommen wir zur Interpretation des Schiffs von Wargaming in unser geliebtes World of Warships. Fangen wir direkt oben an. Wir werden dieses Schiff nicht, wie ihr gewohnt seid, mit drei, vier anderen Zerstörern vergleichen, sondern ich habe diesmal nur einen einzigen Zerstörer für euch. Hintergrund ist ganz einfach. Dieses Schiff ist zwar als Zerstörer kategorisiert, aber in meinen Augen irgendwie ein Ding zwischen Zerstörer und leichter Kreuzer. Und das hat ja auch schon die Geschichte gezeigt, dass wird jetzt auch nicht ganz einfach, euch das quasi ein Fazit anzubieten. Also ich habe wirklich lange überlegt, wie man das macht. Ich werde mit der Kiew vergleichen, einem russischen T8 Forschungsbaum DD, der in der Fahrweise der Le Terrible sehr, sehr ähnlich ist. Das heißt, die Kiew, wer die Kiew mag oder vielleicht auch noch die Ognevoy mit Abstrichen, wird die Le Terrible sicher mögen. Die russische Fahrweise ist hier doch sehr, sehr ähnlich. Ein paar Sachen sind anders, darauf gehe ich dann ein. Fangen wir oben an. Trefferpunkte hat das Schiff standardmäßig 18.600. Die Kiew ist im Vergleich dazu 2.400 Punkte schwächer. Ist doch ein ganz ordentlicher Abstand zwischen diesen beiden Schiffen. Das eine ist eben Premium, das andere ist eben Forschungsbaumschiff. Und dazu gibt es die russischen DDs schon ziemlich lange im Spiel. Von daher, das Spiel entwickelt sich immer weiter. Da wird der Gap manchmal auch ein bisschen größer. Auch da ist das ist einfach so ein Prozess, wie das Spiel sich eben weiterentwickelt. Dann gucken wir uns die Panzerungsanordnung direkt an, wenn das Spiel hier möchte. Wir haben hier überall 19 mm und oben eben 13 mm drauf. Ist ganz normal und ganz typisch für Zerstörer im Spiel von Wargaming. Und dann gehen wir direkt weiter. Zur Artillerie.
Dieses Schiffchen verfügt über 5 Türme a ein Rohr. 2 sind vorne, 3 sind im hinteren Bereich. Was man gar nicht dazu sagen kann, kein Turm dreht sich um 360 Grad. Also wer britische DDs mag, so wie Icke zum Beispiel mag, wird hier was vermissen, nämlich die durchdrehenden Türme sozusagen. Die Winkel sind akzeptabel, also ihr könnt mit relativ wenig Anstellwinkel hier den hinteren dritten Turm schon mitbenutzen. Aber es ist definitiv mal kein DD, der gegen andere DDs unbedingt kämpfen sollte. Es ist ein Schiff, was auf größere Entfernung operieren sollte, was seine Geschwindigkeit ausnutzen sollte. Näher als 6, 7, 8, 9, 10 Kilometer, das ist eigentlich schon fast zu nah. Also so, ich sag mal, 9 bis ja, vielleicht 14 Kilometer, wenn man dann den Range Extender damit draufbaut, gehen wir gleich noch drauf ein. Das ist eigentlich so die Operation, in der man sich aufhalten sollte. Was haben wir denn für Werte in der Hauptbatterie? Die Ladezeit beträgt bei diesen 139 mm Geschützen 5 Sekunden, die Turmdrehzeit 18 Sekunden. Das ist relativ langsam im Vergleich zu Gun-DDs auf der Tierstufe. Die maximale Streuung 107 Meter ist ganz akzeptabel. Brandwahrscheinlichkeit ist wieder was Besonderes. 10% ist doch recht hoch. Die Kiew bringt es gerade mal auf 8. Also gerade mal ist übertrieben, setzt er sozusagen. Der britische DD zum Beispiel, die Lightning, das habe ich erst vor kurzem aufgeschrieben, die hat sogar auch 10%. Also das ist dann auch auf der Tierstufe so ein bisschen eine Ausnivellierung sozusagen, eine gleiche Ebene. Der Sprenggranatenhöchststand ist Alpha Damage 2000 und der AP-Schaden 2700. Feuerreichweite sind 12,3 Kilometer und das macht dann schon richtig Laune. Also da kann er auch mit der Kiew genau mithalten, da sind sie auf einer Ebene. So, was kann man dazu sagen? 139 mm, da klingelt es bei dem einen oder anderen direkt. Wir haben hier ein Sechstel Pen bei HE und deswegen durch 6 haben wir dann 22 mm sichere Penetration mit den HE-Granaten. Also wir kommen auf 23 mm, abzüglich der Splitterschwelle 1 mm, auf den nächsten haben wir 22 mm. Dann kommt IFHE drauf, dann landen wir summa summarum nachher bei 29 mm sicherer Penetration, wenn wir IFHE skillen. Warum sollten wir das bei diesem Schiff skillen? Ihr könnt mit diesem Schiff ohne IFHE eigentlich nur die Aufbauten penetrieren. Also bei Schlachtschiffen und bei Kreuzern und bei Zerstörern, die penetriert ihr auch so, weil die in der Regel 19 mm außen haben. Wenn ihr aber mehr Schaden machen wollt, zum Beispiel auf leichten Kreuzern der Amerikaner ab und zu mal mit draufhauen wollt oder andere leichte Kreuzer, dann solltet ihr IFHE mitmachen, das steigert den Schaden ungemein. Ich habe es ohne IFHE probiert und gehofft, dass die Brandwahrscheinlichkeit den Schaden wegmacht. Ich persönlich bin wieder auf IFHE gegangen, das ist so meine Erfahrung. Von daher solltet ihr euch das gut überlegen. Ihr könnt es ja auch selber dann ausprobieren. Ich lege euch IFHE auf jeden Fall ans Herz. Dann kommen wir zu den Torpedowerfern. Die Torpedowerfer, die gibt es nämlich dreimal. Und da gibt es einen links, einen rechts und einen in der Mitte, der in beide Seiten wirken kann. Ihr habt jeweils 3 Torpedos da drinnen mit einer Reichweite von 8 Kilometer. 65 Knoten ist die Geschwindigkeit. 18.400 ist der Alpha-Schaden pro Torpedo. Und wenn wir das jetzt im Vergleich sehen, dann hat die Kiew 2x5 Werfer mit einer 8 Kilometer Reichweite. Die Torpedos sind 10 Knoten langsamer und der Alpha-Schaden ist auch geringer mit 14.400. Die Nachladezeit bei der Le Terrible sind gigantisch gute 77 Sekunden. Das macht richtig Laune. Damit kann man öfter mal ein paar Aale ins Wasser schicken. Im Gegensatz zur Kiew, die 117 Sekunden, also fast 2 Minuten benötigt. Nächster Punkt ist die Flugabwehr. Die Flugabwehr ist quasi nicht existent. Ein Wert von 8 ist quasi nicht. Das kann man auch abbauen. Ja, macht auch nichts aus. Die schießt quasi zwar, aber da passiert nicht wirklich was. Das ist so meine Erfahrung, wenn man mal im Nebel steht und irgendwie ein Flugzeug ärgern wollte, damit es nicht ganz genau die Torps abwerfen kann, so mit manuellem Drop in den Nebel oder so eine Sachen. Dann kommen wir wieder zu einem ganz großen Goodie bei diesem Schiff. Höchstgeschwindigkeit 43 Knoten, ich hatte ja eingangs schon gesagt, das hat in der Realität den Höchstgeschwindigkeitsrekord aufgestellt mit 45,1. Diese Geschwindigkeit erreichen wir, wenn wir hier die Sierra Mike Flagge raufpacken, also diese 5% mehr Höchstgeschwindigkeit, dann sind wir bei 45,1 Knoten. Aber das ist noch nicht alles. Ihr fahrt einen Franzosen, ihr fahrt einen DD, also Motorboost. Und der Motorboost hat diesmal ein paar mehr Prozent und ihr könnt nachher, das sei euch jetzt schon gesagt,
über 53 Knoten mit diesem DD erreichen. Und der hält für 2 Minuten an, also das ist richtig genial. Der Wendekreisradius erinnert eher an einen leichten Kreuzer und die Ruderstellzeit ist dann wieder eher so DD-like, aber für einen schweren DD eher geeignet. 4,3 Sekunden kriegt er nachher runter auf, ich glaube, 3,7 Sekunden ungefähr. Dann kommen wir zur Verborgenheit. Die Verborgenheit ist wieder so ein Ding, ja, das nervt ein bisschen, aber okay, es ist nun mal ein Ding zwischen Zerstörer und Kreuzer, von daher sind 8,5 Kilometer ein Wert, mit dem muss man eben jetzt arbeiten. Man kann verschiedene Versionen nehmen, wenn ihr nur das Tarnungsmodul einbaut, kommt ihr auf 7,4 Kilometer runter, wenn ihr dazu noch den Kapitänskill beim Tarnungsmeister nutzt, seid ihr bei 6,6 Kilometern. Ob man jetzt beide Varianten benutzen muss oder nicht, das obliegt völlig euch. Ich persönlich habe mich sehr, sehr schwer getan, nur einen Teil zu benutzen. Liegt aber auch daran, dass ich wenig Erfahrung mit russischen DDs habe. So, wir sind jetzt einmal komplett durch diese Schiffchen durchgegangen und wir fangen jetzt an, was wir für Verbrauchsmaterialien hier haben. Also, Schadensbegrenzungsteam gibt es natürlich in Standard und in Premium, wie immer. 5 Sekunden ist die Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials, Nachladezeit 60 respektive 40 Sekunden. Ihr fahrt wieder ein Premium-Schiff, mein üblicher Spruch, ihr kennt schon, wer uns serienmäßig zuguckt. Benutzt Premium-Verbrauchsmaterial auf Premium-Schiffen. Ihr verdient da mit Premium-Schiffen eine Menge mehr Kohle und deswegen könnt ihr das ausgleichen. Außerdem sichern euch Premium-Verbrauchsmaterial einen längeren Verbleib im Gefecht, wenn ihr euch nicht ganz dämlich anstellt oder einfach viel Pech habt im Gefecht, passiert ja auch mal. Von daher, ja, macht's einfach. Premium-Verbrauchsmaterial soll euch ans Herz gelegt. So, nächster Punkt. Hauptbatterie, Nachladebooster 1 und 2. Ja, das ist ein neues Verbrauchsmaterial für die Franzosen und der erste DD, der das in dem Spiel hat, ist diese Le Terrible hier. Es reduziert die Nachladezeit der Hauptbatterie um 50% und ist 15 Sekunden aktiv. Und jetzt kommt's. Eure Hauptbatterie lädt ja 5 Sekunden, also kann man ganz einfach rechnen, wie lange, wie oft ihr profitiert. Nämlich genau 3 Salven lang könnt ihr davon profitieren, dass ihr einen Boost habt und zwar von 5 Sekunden dann auf 2,5 Sekunden. Das heißt, also 3 Standardsalven. Dadurch, dass die Nachladezeit ja dann reduziert ist, habt ihr dann quasi 6 Salven, die ihr schneller abfeuern könnt. Und dieses Verbrauchsmaterial ist standardmäßig bei 3 und mit dem Premium-Verbrauchsmaterial bei 4. Lohnt sich ganz besonders, wenn man überraschend irgendwo einen DD aufkreuzt. Aber ich hatte euch schon gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt der Dampfer, der im Gunfight total überzeugt, gerade weil er sehr lang ist und doch ein bisschen braucht, bis er seine Seite gewechselt hat, ein bisschen träger ist als ein anderer DD und normalerweise overmatchen euch schnell schießende DDs, wie zum Beispiel die Lightning oder die Daring oder die Jutland auf jeden Fall, das fällt mir jetzt so spontan ein. Dann natürlich viele amerikanische DDs, auch die panasiatischen DDs sind für euch eine Gefahr. Ja? In der Regel solltet ihr euch nicht, wenn es anders geht, dann vermeidet den Kampf mit einem DD, ist meine persönliche Meinung, weil ihr auf Distanz kämpfen müsst und ja, andere DDs eher halt nah rankommen. Ihr geht sehr, sehr früh auf, das heißt, ihr seht den Gegner noch nicht mal, der kann sich schon einschießen auf euch, bevor ihr richtig schießen könnt. Also, das sind einfach so eine Sachen, das ist ein Nachteil und ja, ihr müsst euch irgendwie zwischen Zerstörern und euren Kreuzern positionieren, das ist so eure Position. Ja, und der euren Geschwindigkeitsvorteil ausnutzen, was uns zum Motorboost bringt. Der Motorboost 1 und Motorboost 2. Der Motorboost beträgt hier 20%. Also 20% mehr Geschwindigkeit. Die Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials beträgt 120 Sekunden, also 2 Minuten. Ihr habt eine Nachladezeit von 3 und beim Premium-Verbrauchsmaterial eine Nachladezeit von 2 Minuten. Anzahl des Verbrauchsmaterials 2 beim Standard und 3 beim Premium. Dann kommen wir zu den Verbesserungen, die ich euch hier empfehlen würde einzubauen. Und zwar fangen wir direkt vorne an, da gibt es gar keine großen Diskussionen, wenn Wargaming, wenn der Client hier mal sagt, er möchte jetzt. Die Hauptbewaffnungsmodifikation. Ihr benutzt Artillerie, ihr benutzt Torpedos, also müsst ihr die auch schützen vor Ausfällen. Dann, Punkt Nummer 2, habt ihr gleich die erste Überlegung. Habt ihr zufälligerweise Kohle übrig oder ihr habt das noch aus anderen Containern mal gefunden oder wie auch immer. Die Motorboost-Modifikation 1 bringt euch den Vorteil, dass euer Motorboost dann sogar 3 Minuten aktiv ist. Also ihr habt 2 Minuten Nachladezeit beim Premium-Verbrauchsmaterial und 3 Minuten Aktivitätsdauer. Das ist also eine richtig angenehme Geschichte. Dann fahrt ihr nämlich noch länger 53 Knoten und könnt mal einfach eben schnell von Kartenrand zu Kartenrand fahren.
Also das dauert nicht sehr lange auf den Karten mit eurem Böter. Ja, alternativ dazu könnt ihr die Antriebsmodifikation skillen, wenn ihr euer Schiff vor Ausfällen schützen wollt. Wobei das eher mit letzter Anstrengung funktioniert, damit ihr einfach weiter, also ihr schützt damit nicht vor Ausfällen, aber ihr könnt eben weiter mit einem Malus manövrieren, sagen wir so. Müsst ihr euch überlegen, ob ihr die Motorbus-Modifikation oder die Antriebsmodifikation benutzt. Ich habe neulich erst wieder gelernt oder mir in Erinnerung rufen lassen von unseren Zuschauern bei YouTube, wenn du keinen Antrieb hast, dann bringt dir auch die Steuergetriebe-Modifikation nichts. Ja, ohne Antrieb hast du nämlich beides nicht. Kein Vortrieb und kannst auch das Ruder hin und her stellen, wie du möchtest, kommst ja nicht weg. Also macht es immer Sinn, Antriebsmodifikation 1 zu benutzen. Wie gesagt, oder eben die Motorbus-Modifikation, das hatte ich eben schon gesagt. Ich werde hier die Antriebsmodifikation einbauen, auch wenn ich die Motorbus-Modifikation im Moment verfügbar habe. Ich baue es dann vielleicht nochmal um. So, Slot 3. Da ganz klar, Zielsystemmodifikation. Wo keine Flak ist und wo auch keine Flak hingehört, brauchen wir auch keine Flak einbauen. Und dann, ja, zur Hauptbatterie. Da verlangsamt ihr die Nachladezeit. Eure Nachladezeit ist schon nicht die schnellste auf der Tierstufe. Von daher lasst es einfach so, wie es jetzt ist. Dann zu T4. Zu Slot 4. So rum. Steuergetriebe-Modifikation ist hier die meiner Meinung nach einzig richtige Wahl. Ihr seid kein DD, der öfter parkt, hinter Inseln wartet und wieder schnell anfahren muss, im Nebel steht, weil ihr habt keinen Nebel. Und ja, deswegen braucht ihr auch keine Antriebsmodifikation. Sondern ihr braucht eine Steuergetriebe-Modifikation. Ihr benutzt eure Geschwindigkeit. Das ist euer größter Vorteil. Ihr benutzt eure Geschwindigkeit und eure Schussweite. Und deswegen macht das Steuergetriebe hier sehr viel Sinn. Und ihr bringt eure Ruderstellzeit nicht auf 3,7, wie ich es vorhin versehentlich gesagt habe, sondern auf 3,4 Sekunden. Und dann kommen wir zu Slot 5. Und da gibt es aus meiner Sicht nur die Tarnsystemmodifikation aktuell, die hier richtig Sinn macht, weil es nämlich auch noch die Streuung der Gegnergranaten auf euer Schiff um 5% erhöht und ihr selber dann weniger weit aufgeht, nämlich dann 7,6 Kilometer. Jetzt kommt ja noch die Tarnung rauf, dann kommen wir auf diesen Wert, den ich euch vorhin gesagt habe, von 7,4 Kilometern. So, gehen wir zu Äußeres und gucken uns an, welche Tarnung ihr dann mitbekommt, wenn ihr euch für dieses Schiff entscheiden solltet. Oder ihr findet es vielleicht irgendwann mal in einem Container, wenn es dann möglich ist. Oder ja, ihr kommt es geschenkt oder wie auch immer. Also, wir bauen ein diese Tarnung Typ 10 Le Terrible. Und das ist dann der übliche Wert für T8 Schiffe. Erkennbarkeit zu Wasser minus 3%, Streuung der Granaten plus 4%. Die Kosten der Schiffswartung sind um 10% reduziert und die EP je Gefecht um 50% erhöht. Ja, ist eine typische französische Lackierung. Wer die Aigle schon hat, der kann das hier so ein bisschen nachempfinden. Und ja, wer die Aigle auch schon. Genau, die Aigle ist vielleicht auch noch so eine interessante Vorstufe zu diesem Schiff. Ist ein T6DD, der vom Prinzip her sich relativ ähnlich fährt. Ist auch relativ träge, langsam schießende Kanonen, all so eine Sachen. Also, da kann man schon mal so ein bisschen vorführen. Vielleicht hat der ein oder andere die Aigle von euch. Das hier ist dann halt bloß T8, das heißt, das Spiel ist einfach schneller. Und ja. Kommen wir zu den Signalflaggen, die hier in dem DD Sinn machen. Was Sinn macht, ist natürlich November Foxtrot, um euer Verbrauchsmaterial wie Motorboost oder eben den Nachladebeschleuniger für die Hauptbatterie oder eben das Schadensbegrenzungsteam einfach wieder schneller parat zu haben. Dann geht als nächstes Sierra Mike. Ihr seid schnell, verbessert eure Geschwindigkeit. Schneller, no, schneller als schnell ist nur noch schneller. Also Höchstgeschwindigkeit 5% hochpushen. Dann braucht ihr natürlich die Juliet Charlie, definitiv, beseitigt das Risiko eurer Magazindetonation. Das ist immer so bei 19 mm Schiffen. Dann könnt ihr euch überlegen, die Zeit für die Brandbekämpfung zu reduzieren. Ihr fahrt nun mal offen, ihr könnt euch nicht so schnell zugehen lassen. Ihr werdet mit HE beschossen werden, da könnt ihr euch relativ sicher sein. Diese Signalflagge kann euch helfen, länger zu überleben, indem die Brandzeit und die Zeit reduziert wird, bis euer Brand von der Crew gelöscht wurde. Ich würde es erstmal mit einsetzen. Dann im Kampf. Ihr habt eine gute Brandwahrscheinlichkeit von guten 10%. Mit der Signalflagge habt ihr dann 10,5%. Und mit der Signalflagge Victor Lima habt ihr dann 11%. Wenn ihr eure Torpedos einigermaßen häufig benutzt und euer Spielstil so ist, dass ihr das auch mal, ja, einigermaßen häufig einsetzen könnt. Gestern im Livestream ist mir da zum Beispiel so gegangen, dass ich mit den Torpedos doch zwei Schiffe rausgenommen habe. Einfach mal in den Nebel getorbt, das hilft immer. Ja, Wassereinbruchwahrscheinlichkeit
kann man hier auch nochmal ein bisschen erhöhen mit Julia Whisky Una One. Und das sind eigentlich die Signalflaggen, die im Kampf am meisten Sinn machen bei diesem Schiff. Jetzt habt ihr noch einen Slot frei, dafür könnt ihr euch dann ökonomische zum Beispiel aussuchen oder ihr macht eben noch was ganz Verwegenes, nehmt Rammschaden, um das eben zu reduzieren, euren Schaden, den ihr nehmt, aber den Schaden auf andere eben erhöht. Ne? Das waren die Signale. Dann hier die Flagge, da spielt es gar keine Rolle, gibt es nichts Besonderes. Der nächste Punkt ist dann der Kapitän. Der Kapitän, wo ist er denn? Da ist mein Kapitänchen. Oh, der Client ist aber heute wirklich ein bisschen, ja, ruckelig, würde ich mal meinen. Was sind die Kapitän-Skills, die Sinn machen auf diesem DD? Fangen wir oben an. Also, als allererstes, ihr seid ein DD, der offen, aus dem Offenen operiert. Ihr habt gar keinen Nebel dabei. Ja? Ihr könnt euch also nicht mal einfach so zurückziehen. Das bedeutet, ihr müsst umsichtig natürlich fahren, eure Kanonen im richtigen Moment einsetzen. Möglicherweise, wenn ihr gerade den Bogen fahrt und den nähersten Winkel zu dem Schiff schon passiert habt, sodass ihr nicht mehr komplett Breitseite zeigt, sondern erst dann feuert, wenn ihr quasi schon wieder angewinkelt seid. Bedeutet aber auf jeden Fall, dass ihr ganz häufig aufgeschaltet werden werdet. Und darum braucht ihr vorrangiges Ziel. Ihr müsst wissen, wie häufig ihr aufgeschaltet seid. Lohnt es sich, weiter zu schießen, oder ist es vielleicht doch zu viel Risiko? Ist man fünffach aufgeschaltet, ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr getroffen werdet. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Wenn ihr vielleicht aber nur zweimal aufgeschaltet seid oder sogar nur einmal, ist es sehr, sehr hilfreich. Man kann es nämlich einfach dann einschätzen, okay, ich schieße weiter, weil die ein oder zwei Schiffe, die werden mir schon nichts tun. Oder die werden mich einfach nicht treffen, weil sie zu langsam vorhalten oder wie auch immer. Dann kommen wir in die zweite Reihe. In der zweiten Reihe brauchen wir auf jeden Fall als ersten Skill mit letzter Anstrengung. Mit letzter Anstrengung sorgt am Ende dafür, dass egal, ob ihr einen Maschinenschaden oder einen Steuergetriebeschaden habt, ihr immer mit einem Malus diesen Dampfer weiter betreiben könnt. Und bei DDs wird ganz häufig irgendeine Sache beschädigt, also Antrieb oder eben Ruder. Und deswegen ist das der absolute Pflichtskill. Der nächste aus meiner Sicht richtig wichtige Skill, wenn wir jetzt erstmal nur die ersten 10 Skillpunkte nehmen, ist die Schießgrundausbildung. Ihr habt 139 mm und die bis einschließlich 139 mm werden 10% der Nachladezeit reduziert. Ihr habt 5 Sekunden Nachladezeit, wenn ihr diese Sache hier reinbaut, habt ihr 4,5 Sekunden. Das macht jetzt erstmal nur eine halbe Sekunde aus, aber es kann im entscheidenden Punkt den Unterschied ausmachen, eben die halbe Sekunde gespart zu haben. Ihr spart sie ja immer, und zwar von Anfang bis Ende des Gefechts. Nächster Punkt ist dann, meiner Meinung nach, eben hier IFAE. Ja, wenn ihr vorne den Tarnungsmeister drin habt, seid ihr jetzt bei 7,4 Kilometer. IFAE ist für mich der erste Skill, den ihr dann wieder benutzen solltet, um mehr Schaden mit euren HE-Granaten zu machen. Die nächste Sache. Ihr könnt hier unten in dem Bereich, in der Leiste, drei Skills benutzen, die Sinn machen. Ja? IFAE erhöht eure Penetrationschance und damit euren potenziellen Schaden bei jedes Mal, wenn ihr eure Granaten abfeuert und die aufbauten oder teilweise Decks trefft, je nachdem, welches Schiff ihr beschießt. Dann gibt es aber hier noch verbesserte Schießausbildung, was eure Reichweite um 20% erhöht. Und mit der Reichweitenerhöhung kommt ihr auf 14,7 Kilometer. Das hört sich jetzt gut an. Es ist aber herausfordernd, weil der Schussbogen der Le Terrible ein sehr, sehr hoher ist. Der ist nicht zu vergleichen mit dem Schussbogen der Kiew, die sehr schnelle Geschosse haben und deswegen einen sehr flachen Schussbogen haben. Die Le Terrible hat eher schwere Geschosse, aber die müssen halt, um weit zu kommen, müssen sie halt einen hohen Bogen fliegen. Und von daher ist ein Skill, mit dem muss man sich, daran muss man sich gewöhnen. Aber verbesserte Schießausbildung kann hier Sinn machen. Und dann natürlich der Tarnungsmeister, der würde euch helfen, eure Erkennbarkeit bis auf 6,6 Kilometer runter zu skillen, was dann ja, so ein halbes Übel nur noch ist. Aber es ist halt definitiv immer noch so, dass ihr mit diesem Erkennbarkeit bei vielen DDs sehr viel früher entdeckt werdet, als ihr den Gegner seht. Auf der Dreierstufe kann man sich überlegen, folgende Skills zu benutzen. Aus meiner Sicht macht auf der 3-Ebene am meisten Sinn,
Experte der Überlebensfähigkeit, ihr operiert im Offenen, ihr werdet häufig beschossen, ihr braucht viele Trefferpunkte, um möglichst lange im Gefecht zu bleiben. Also, Experte der Überlebensfähigkeit. Torpedo-Bewaffnungskompetenz macht hier wenig Sinn, weil ihr habt schon nur 77 Sekunden und ihr würdet mit diesem Skill eure Nachladezeit nur um 7,7 Sekunden reduzieren. Macht keinen Sinn aus meiner Sicht, also einfach weglassen. Der Inspekteur, das ist vielleicht eine Überlegung, wenn man häufig Motorboost benutzt, wenn man häufig die Hauptbatterie-Nachladebeschleunigung benutzen möchte, dann kann der Inspekteur sinnvoll sein. Ihr müsst aber halt wahrscheinlich auf irgendetwas verzichten, was von dem, was ich euch jetzt genannt habe, damit das überhaupt möglich ist. Dann kann man, wenn man jetzt zum Beispiel IFAE nicht benutzt, den Sprengmeister skillen, um eure Brandwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Ihr könntet die dann quasi bis auf 13% bringen. Auch eine Überlegung wert, meiner Meinung nach. Wobei ich, das, was ich jetzt hier geskillt habe, ist das, wie ich gerade am besten mit diesem Schiff klarkomme. Wie gesagt, ich habe keine russische DD-Erfahrung. In dem Zweierbereich solltet ihr euch überlegen, Adrenalinrausch kann durchaus Sinn machen. 0,2% pro Trefferpunkt, den ihr verliert, gewinnt ihr an Nachladezeit sozusagen. Also da sind dann nochmal ein paar Zehntelsekunden drin, um ja schneller nachzuladen. Also ich glaube, ihr kommt dann bis unter knapp unter 4 Sekunden. Das ist also dann schon ganz ordentlich. Und der nächste Punkt, ihr hattet vorhin mitbekommen, die Hauptbatterie dreht 18 Sekunden langsam, ja, um 180 Grad. Wenn ihr das beschleunigen wollt, Elite-Schütze ist euer Retter in der Not, um die ganze Geschichte ein bisschen besser zu machen. Ihr kennt ja die Geschichte mit dem französischen Superkapitän sozusagen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht ganz genau, ob da Elite-Schütze mit dabei ist. Wenn der dabei ist, würde der natürlich noch ein bisschen mehr Sinn machen, wenn ihr Elite-Schütze auf diesem DD hier skillen wollt. Im oberen Bereich gibt es noch zwei Skills, die auch Sinn machen können. Das wäre hier zum Beispiel präventive Maßnahmen. Werdet ihr beschossen und getroffen, würde das dafür sorgen, dass es weniger wahrscheinlich ist, dass ihr einen Antriebsschaden oder einen Steuergetriebeschaden erleidet. Und hier würde euch sicherlich auch helfen, Beschussalarm. Ihr kriegt mindestens 6 Sekunden, also ihr habt noch 6 Sekunden Zeit zu reagieren, eine Notification, dass ihr beschossen wurdet. Und wenn ihr jetzt in der Zieloptik seid, bekommt ihr das vielleicht gar nicht unbedingt direkt mit, dann würdet euch aber angezeigt werden, Beschussalarm, und ihr könnt doch noch schnell vielleicht den Kurs ändern. Das sind die Skills, die für diesen DD in Frage kommen. Ja, und jetzt sind wir schon fast durch mit der Schiffsvorstellung. Und jetzt kommen wir zu meinem Fazit zu diesem Dampfer. Großer Nachteil hat aus meiner Sicht dieser Dampfer, er hat keinen Nebel, er hat keine Reparaturmannschaft, er hat kein Hydro, gar nichts davon. Weil eigentlich, also Hydro und Nebel ist ja schon halb, ne, ja, schon halb Usus in der DD-Range. Wir haben inzwischen die Deutschen, wir haben die Briten, wir haben die Luoyang, die Hydro hat und noch den einen oder anderen DD. Dann haben wir ja teilweise Reparaturmannschaften auf anderen DDs, auch auf den Tierstufen. Ihr werdet ja mit T8 auch Lotter in T10 Matches gebracht. Von daher, es ist ein Nachteil. Ich möchte es erwähnt haben, weil eure potenziellen Gegner diese Vorteile haben können. War nicht jeder DD in dem Zusammenhang, aber die Briten haben genau Nebel, Hydro und Reparaturmannschaft eben. Ja? Und können schneller schießen als ihr. Der Vorteil der Terrible: Er ist schnell, er hat eine hohe Brandwahrscheinlichkeit, er hat eine hohe Reichweite, aber nächster Nachteil, er hat keine Flak. Gar keine Flak. Das ist so, als ob ihr sie gar nicht montiert habt. Vergesst es einfach. Was kann ich zur Le Terrible sagen? Es ist für mich ein Schiff, ich musste mich ganz schön hart daran gewöhnen am Anfang, dass der Fahrstil doch ganz anders ist. Man muss mehr denken wie ein Kreuzer, anstatt so zu operieren wie ein Zerstörer. Das ist natürlich das Problem, dass viele Leute eurer Mitspieler, gerade in Zufallsgefechten, für sowas überhaupt gar kein Verständnis haben. Die sagen, DD, ihr müsst cappen. Das Schiff ist kein Cap-Schiff. Das Schiff ist kein Schiff, was gegen andere DDs vorne kämpft. Ihr geht immer, gewöhnt euch einfach an, zu denken, ihr seid immer die Ersten, die aufgehen, wenn ihr nach vorne fahrt. Also haltet euch ein Stück weit zurück und schießt aus zweiter Linie. Ja, zwischen den Kreuzer, zwischen den Zerstörern, da ist euer Platz und daraus müsst ihr operieren und das Beste draus machen. Wer das nicht gewohnt ist, so wie ich es bin, ja, ich bin es nicht gewohnt, für den braucht man ganz schön was an Einspielzeit.
muss sagen, nach der Nacht von Freitag auf Samstag habe ich ja Samstag nochmal für euch ein bisschen live gestreamt. Und da kam ich mit dem DD schon eine ganze Ecke besser klar, obwohl ich auf kurze Reichweite gespielt habe und niedrige Erkennbarkeit. Von daher, ihr müsst wissen, wenn ihr ein... Ihr müsst ein erfahrener Kapitän sein. Das ist ohne Zweifel so. Ihr müsst Erfahrung mit russischen DDs haben. Das ist das Beste, sind die besten Voraussetzungen. Wenn ihr erfahren seid und Erfahrung mit russischen DDs habt, habt ihr sehr, sehr gute Voraussetzungen. Dann, und euch diese Schiffe gefallen, dann ist die Le Terrible das Schiff, was ihr kaufen könnt. Ja? Wenn ihr Geld für Wargaming und World of Warships ausgeben wollt und überlegt, ob das Schiff was für euch ist, kauft euch das Schiff, wenn euch die russischen DDs gefallen. Wenn euch aber Schiffe gefallen, die eine hohe, eine niedrige Erkennbarkeit haben, eine schnelle Nachladezeit, solche Sachen, dann solltet ihr die Le Terrible nicht kaufen, meiner Meinung nach, weil, ja, es ist einfach ein komplett anderer, es ist halt einfach kein richtiger DD, kann man mal so sagen, es ist irgendwie so eine Mischung zwischen Kreuzer und Zerstörer, habe ich jetzt schon ein paar Mal wiederholt, also ihr wisst, wo es hingeht, ich glaube, da ich gut daran getan hätte, also, ich hätte ihn mir nicht gekauft, und es wäre auch okay gewesen, dass ich ihn nicht gekauft habe. Ja, ich habe, wie gesagt, ihn gesponsert bekommen. Vielen herzlichen Dank dafür nochmal. Es ist eine besondere Erfahrung. Ich werde mich bemühen und ich werde mich anstrengen, mit dem DD weiter besser klarzukommen. Und ja, ich werde sehen. Vielleicht werde ich noch richtig schön warm mit dem Dampfer. Es war jetzt, glaube ich, eine ziemlich kritische Schiffsvorstellung. Ja, oder auf jeden Fall eine kritischere, als ihr sie vielleicht kennt. Wenn ich von einem Schiff schwärme, ist meine Schiffsvorstellung anders. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video doch ein bisschen was auf den Weg geben. Ja, wenn ihr selber kritisch dem gegenübersteht, habt ihr jetzt noch einen Grund, mehr kritisch zu sein. Wenn ihr vielleicht überlegt, ach, hört sich doch gar nicht so schlecht an. Ja, ist ein besonderer DD, den hat nicht jeder, den kann nicht jeder fahren. Das ist genau mein Schiff. Dann, ja, viel Spaß damit. Er wird euch auch viel Freude bereiten, wenn ihr so an diese Sache herangeht. Ich bedanke mich jetzt für eure Zeit und wünsche euch eine schöne Zeit mit eurem vielleicht neuen Boot oder eben halt mit euren anderen Booten, die ihr schon habt. Ne? Bis dahin, euer Seacrouts-Team, euer Marara. Haut rein. Ciao, ciao. Seacrouts.